Ja, hu, hier wieder beim Quali und The Secret World. Der Lesrak Dark ist jetzt gerade nicht hier in der Nähe von unserer Eukalypta, weil wir sind ja immer noch in der Solo-Instanz. Ich vermisse dich. Ich brauche einen Heiler. Ja, und es geht wieder von vorne los. Irgendwann kommt jetzt hier wieder dieses große Vieh in die Ecke und dann. Ja, lieber. Ja. Mein Problem Oder ist halt, dass ich nicht sonderlich viel Schaden mache, aber das ist, das kennen wir ja, das Problem, ne? ich habe gegen ihn auch nicht besonders viel Schaden gemacht, also da brauchst du nicht mehr. So, altes Buch benutzen. Okay. Das hat mir jetzt mal so gar nichts gebracht. Zumindest mal keinen Fortschritt. Kann man denn hier in diese Ecken reingehen? Findet man hier irgendwas Tolles? Wissen oder so? Nee. Ist da noch ein Buch? Oh ja, da ist noch ein Buch. Okay. Stirb, Verwalter! Oder kommt da der Dicke? Ich bin mir gerade vorbeigeraten und rausgegangen. Ich glaube, ich muss jetzt einfach nur hier in der Umgebung bleiben, sodass er keine weiteren von den Kleinen spawnen kann. Ja, die sind ja hier die ganze Zeit, die stehen ja hier immer in den Ecken rum. So, und so, die Blöder. Wollen wir nochmal gucken, wenn ich hier bleibe, ob das dann immer noch so cool ist für dich. Du erkennst jetzt aber den Prozess mit dem Buch, wo du hin musst. Bitte? Weil da sind die Verwalter nämlich schon tot. Dem Buch, wo du hin musst. Was? Wie dann? Verwalter sind tot? Ja, die Verwalter, die da stehen. Ich habe keine Verwalter. Ich kämpfe immer noch mit dem Archivar. Noch 2900 Lebenspunkte. Noch die ganze Zeit so ein Umkreiskack. Ich laufe immer wieder da raus. Und er kriegt mich nicht runtergehauen, weil er viel zu wenig Schaden macht. Kreis. Ja, gleich ist er down. Dann macht er nix. So. Drohne. Noch 1000 Lebenspunkte, dann bist du hin, Junge. Ich fühle mich gerade irgendwie ein bisschen OP. Und weg ist er. Glückwunsch. Ich habe ihn nicht getötet. So. Schauen wir mal, was das Buch hier meint. Nix. Okay. Hier geht's runter in eine andere Etage. Vier Ebenen gibt es. Vier Ebenen. Hier laufen, wie viel sind noch mehr von diesen komischen Viechern? Ne, wie gesagt, die musste ich eigentlich nicht töten. Da ist nur ein so ein Altar mit so einem Buch und da, wo du hin musst, da sind die schon tot. Ah, okay. Verwalter töten! Weißt du, was ich scheiße finde?
dieses mega große Vieh, ja. Es gibt nur 2500 Erfahrungspunkte. Ja, was soll ich dazu sagen? Kann ich alles haben. Und diese kleinen Verwalter sind viel schlimmer als das große Vieh. Aber nur wenn sie nass. Oder? So, weg ist es. Die bringen auch nur 743 Erfahrungspunkte. Voll scheiße. Okay, das sind Leute noch vor. Du sagst, wenn die davor tot sind, dann erkennt man das, ja? Ja. Hier ist noch nichts tot. Da komme ich nicht weiter. Lalala. Soll ich dir was Gemeines erzählen? Ja. Ich bin schon raus. Ja, du hast auch nicht das große Vieh getötet. Nein, ich habe das andere Vieh in der Kanalisation getötet. Mhm. Aus den Archiven entkommen. Okay. I'll try. In der Kanalisation ist ein Vieh. Ja. Schon ganz easy. Ein easy Vieh. Ja. Easy peasy. Mhm. Boah, also nimmt dieser Gang irgendwann nochmal ein Ende hier? Ja, vielleicht gehe ich lieber außen rum. Oh Gott, ich muss echt eine Flüssigkeit zu mir nehmen. Flüssigkeit? Ja, bei dem Wetter. Und ich habe morgen auch schon wieder einen Termin, auf den ich keinen Bock habe. Tja. Das geht ja meistens so, dass man auf Termine keine Lust hat. Ja, ein bisschen in die Ecken gucken, ob man nicht irgendwo Wissen noch versteckt ist oder so. Hier geht's noch weiter runter, okay. Ich habe mich so ein bisschen verlaufen, habe ich das Gefühl. Die machen lustige Geräusche, diese Viecher. Okay. Quietsch, quietsch, quietsch. Oh, hier war ich schon mal. Okay. Ich habe mich verlaufen. Nein. Oh ja, da zu verlaufen ist echt übel. Ich sollte vielleicht mal Sprinten anmachen, damit ich mir diesen schneller. Aber hast du kein Motorrad? Nee. Jetzt laufe ich nochmal durch diesen ultralangen Gang durch. Ich glaube, da war ich. Hast du denn die Vermutung, was für ein Schwert das ist? Das Art? Nee. Haben mir die Templer erzählt. Haben dir die Templer erzählt? Die Templer haben mir gesagt, wie das Schwert heißt. Okay. Gehörte mal einem Ritterkönig. Aha. Da gibt's ja nicht so viele. Hat er auf den Stein gezogen. Also jetzt müsstest du wissen, welchen See ich meine. Ach, guck mal, ein Vieh. Das sei der Vergessene. Stirb, Vergessener. Boah, ist der hässlich. Keine Angst, ich werde den Spruch nicht kriegen. Zweimal am Tag. Warum bist du eigentlich immer erst als Erster aus den Solo-Instanzen raus? Weil ich die schon alle habe. Ich glaube, das ist ein Argument, damit kannst du leben, oder? Ja. So, weg. Da war auch so ein Schattenvieh oder so. So ein, wie heißen die? Schmutzvieh? War aber nicht. Aber der war nur normal mutiert. Aber der ist auch so wie diese Schmutzviecher Viecher explodiert. So, aber Flüssigkeit zu mir nehmen, ja. Mhm, ja.
leckere Cola. So, hier, hallo. Huhu. Oh, ja, hi. Neues Outfit. Ja, ich dachte mir mal, ein bisschen was anderes kann ich auch mal machen. Ja. Yeah. Mit meinen leuchtenden Schuhen. Ich muss noch den Bericht senden. Oh, da gibt's was. Gucken, was gibt's denn da? Trefferwert, Gesundheit, Durchdringungswert. Minus 100 Heilungswert. Nein, vergiss es. Aber jetzt mal ehrlich, ich fühlte mich da jetzt gerade so ein bisschen imbar gegen das Vieh. Ja. Wenn du dich imbar fühlst, bist du imbar. Ich weiß ja nicht, ob das so gedacht ist, dass man das töten darf. Ich es wissen. Ja, klar, töten darf man das. Das war relativ, also wenn das die kleinen Dinger da nicht gerufen hat, war das relativ einfach. Jemanden am Blue Mountain finden, der ihnen etwas über die Minen erzählt. Ach so, das ist jetzt die Hauptquest. Ja, das ist das nächste Gebiet. Also würde ich sagen, wieder reingehen und von den Lehrern. Jo. Nein, nein. Aber wir können die auch ruhig alle brüllen, wenn wir durch diese Schutzzeichen da gehen, dann sind wir ja eh safe. Schutzzeichen? Ja. Meinst du hier so durch oder was? Nein, noch nicht. Halistra. Okay. Und wo will ich hier durch hin? Halistra. Ja, tot, 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 tot. Und jetzt am besten Kater entfesselt. Okay, das magst du. Von der vom Mädchen da, die Quest. Okay, na gut. Hey, haben Sie kurz Zeit? Für ein Gespräch unter, naja, Auserwählten? Es gibt ein Problem. Natürlich nicht so groß wie all die anderen großen Probleme, mit denen Sie draußen zu tun haben. Trotzdem, Hilfe? Okay, also, die Klasse für praktische Alchemie bewahrt im Keller Ersatzvertraute auf. Mindestens ein Dutzend pro Schüler. Es heißt nicht umsonst praktische Alchemie. Es ist nicht so krank, wie es klingt. Okay, es ist so krank, wie es klingt. Sie wachen auf. Eine Armee unheimlicher Puppen direkt unter unseren Füßen. Miss Asche und Mr. Montag wollen mich auf der Ersatzbank, damit ihre Starspielerin sich nicht mitten in der Saison verletzt. Aber ich fühle mich eher wie auf der Strafbank. Ich will raus aufs Schlagmal. Ich meine damit, ich will helfen. Mit meinen Kräften. Den total Abgefahrenen. Wussten Sie, dass die Schule wegen mir von innen geschützt ist? Ich will dabei keine Angst mehr spüren. Keinen Ekel mehr. Vielleicht sollten sie ja so benutzt werden. Ich sage nur die Worte und reiße alles nieder. Also, wenn ich das mache, muss jemand aufpassen, dass ich wieder aufhöre. Eine Aufsicht. Es ist nicht gerade ein Halloween-Ball, aber... naja, da hat alles angefangen. Die absolute Hölle. Okay. Übrigens dein Mikro wieder, ne? Immer noch. Mhm. Also hier so Fiepengeräusche und so. Was gibt's Neues von den Kolonien? Weg? Yep. Bla bla bla. Ich geh morgen nach Termin mal in den Elektronikladen und guck da mal nach. Ein Anima-Manipulator beschaffen. Ja. Mein Gott, wie sieht die Frau denn da aus, ey? Ja, beginnen wir. Ja, und was hat sie da? Oh, Anima-Quellen. Anima-Quellen, ganz einfach. Nicht angreifen, nichts machen. Bleib am besten mal da in dem Raum. Okay. Ich bleib hier. Ah, okay. Na, wer ist hier ein Schnee? Das ist die einfachste Möglichkeit. Man kann die natürlich auch einfach so killen, aber... Eine habe ich schon. Sehr schön. Ich muss ja hier drin bleiben, hast du gesagt.
Okay. Holst du noch welche? Ja, ich hol noch welche. Ach ja. Ich lese den Lauf so ein bisschen auf und ab. Und hüpf über Stühle. Schau mal, ob ich auch welche reinziehen kann. Hallo! Folgt mir! Ey, was ist ein Aufgang? Wir belasten die Schutzzauber auf dem Kugel nicht mehr, ne? So, 6 und 7. Okay. Einen tragbaren Schutzzaubergenerator beschaffen. Okay. Wo ist der jetzt? Hier hinten bei dem oder was? Nein. Oben oder was? Oben. Ja, kann das sein. Oh, die Direktorin ist da. Oh, Wissen. Du schaffst das schon. Oh. Du hast mir von vorne mich jetzt ich. Ich bin ja da. Heil. Okay, ich helfe dir was. Hey, die hat sich geheilt. Ja. Was eine ekelige Rektorin. Was ich irgendwie seltsam finde. Dass sie sich heilt? Nein, dass sie die Rektorin ist, weil der Typ da unten ist ja der Rektor. Ja, vielleicht ist sie die Rektorin. Ja, kennst du das Bild noch? Ja. Von diesem komischen Holländer. So, einen aufgeladenen Schutznummergenerator finden. Okay. Weißt du, wo der ist? Oh, ich hab noch ein Motto. Was guckst du denn gerade? Hallo? Ja, ich glaube, da ist ein Vieh. Geisterhafter Lehrer. Das sah gerade ein bisschen aus, hätte sie ihn geköpft. Ich wünschte, ich hätte. Gehen wir mal kurz rein, dann können wir mal rumexperimentieren, wie das geht. Weil wir haben ja theoretisch alles, was wir dafür brauchen. Ach so, man muss das jetzt zusammensetzen, oder? Ah, ich weiß, wo mein Fehler lag. Oh, ich bin dumm. Was denn? Wie denn? Wo denn? Kommt. Ah. Na, ich hab dir jetzt den Schutz zu was anderem zusammengesetzt. Karte im Untergeschoss treffen. Okay. Was hast du genau gemacht? Alles zusammengesetzt. Ja, okay, dafür fehlt mir noch eine Animaladung. Wo seid ihr, Gegner? Hallo? Da, okay. Kommt. Dum, 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 dum. Ja, wir wissen. Übrigens, wenn du bisher dachtest, wir sind OP, ne? Ja. Karte werde ich gleich eines Besseren belehren, wenn wir unten sind. Ach was, ich bin OP. Nein. Hey! Ich habe jetzt nämlich meine Gesundheitsdrohne. So. Kann endlich diese scheiß andere Drohne weg. Karte im Untergeschoss treffen. Na dann. So, als nächstes muss diese komische Pistolenkraft her. Okay. Diese komische Pistolenkraft?
Ja. Das ist mein Standardangriff mit Malay. Es ist eine Oh, das ist eine Solo-Instanz. Ich mag keine Solo-Instanzen. Kater macht hier das meiste. Kater macht das meiste. Hm. Man sollte sie nur aufpassen, dass sie es nicht übertreibt. Hm. Hallo Kater. Keine Sorge. Ich bin robuster, als ich aussehe. Du siehst nicht besonders robust aus. Aber ich auch nicht. Ja, das stimmt. Und ich? Du auch nicht. Du siehst gruselig aus. Einen Weg finden, die Wartungstür zu öffnen. Hm. Außenrum wahrscheinlich, ja? Ein Hammer. Ja, erinnerst du? Wer den gerne auch benutzt hat? Thors Hammer. Lauf. Okay. Du solltest vielleicht oben warten, Kater. Obwohl, ich glaube nicht, dass ich hier mit diesen Massen an Gegnern fertig werden würde, alleine. Na, vor allen Dingen, das finde ich gut bei ihr. Sie macht wenigstens was, ne? Ja, nicht so wie du. Nein, du machst ja auch was. Du ziehst hier alle zu dir hin. Nein, ich meinte zum Beispiel diese eine da. Oh nein, oh nein, ich geb dich. Renn. Ich bin tot. Du bist tot? Ja, Kater hat die getötet. Oje. Also, renn so weit du kannst, wenn sie sagt, das Headband unerwünscht ist, oder das Headband heiß. Was meinst du? Ja, damit das wird jetzt gleich ziemlich unappetitlich. Hey, was sollte das denn jetzt? Ach, die blöde Karte ist mir hinterhergelaufen. Ah! Du blöde Kuh. Was hat sie denn gemacht? Ich bin aus ihrem Radius rausgelaufen und dann läuft die mir einfach hinterher. Ganz schön dreist. Hat sie bei dir auch schon den Feuermove gemacht? Ja, schon zweimal. Das meinte ich. Die hat's drauf, oder nicht? Ja, wenn die mir nicht hinterherlaufen würde, wenn du das machst, das können wir jetzt gerne machen. So, Heilung. Gut, dass ich mich schnell heilen kann, das ist ja kein Thema. Das kannst du ja leider nicht. Mich selbst heilen, doch. Aber nicht so krass, glaube ich, oder? Nein, so krass nicht, nein. Ich muss ja auch irgendwas können. Hier, Kater, jetzt mach dich nochmal direkt platt. Lass diesen scheiß Hammer weg und mach sofort dein Ding da. Ah, Mann. Kein Wunder, dass du auf der Ersatzbank landest. Ich könnte eigentlich mal eine neue Drohne ausprobieren. So toll ist Kater jetzt auch nicht, dass du nur die erste ist, wenn wir das passieren. Vielleicht tot. Wenn scheiß Kater ihren Ding nicht macht. Ja. Warum macht die das jetzt nicht? Weil ich bin von 1 Milliarde Viechern umzingelt und dann macht die das nicht. Wenn 2 Viecher kommen, dann macht die das. Dusselige Kuh. Zickenkrieg. Wo ist überhaupt Karl? Karl? So, mit Karl funktioniert das jetzt. Pass auf. Dim. Kater? Ja,
sie bleibt wieder irgendwo hinten stehen. Nein, nein, nein. Das ist der eine Gegner nicht gestunt, ne? Ja. Und Kater hat ihren Move benutzt. Das ist ja fies. Ja. Jetzt benutzt sie wenigstens ihren Move wieder. Sehr schön. So, wir hochgeheilt. Bis jetzt bin ich noch nicht so begeistert von dieser neuen Drohne. Was meinst du, Karl? Kater? Gut. Kater kommt. Kater kommt. Kater kommt. Ich lauf schon mal vorsichtshalber weg. Ich mag gerade. Boah, diese blöden Viecher sollen mich nicht umzingeln. Das ist zum Kotzen, ist das. Ja, wir müssen auf Kater losgehen, ne? Ja, ja, super Kater. Mach mal, mach, 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 mach. Ich glaube, du bist der Erste, der sich wirklich freut, dass sie ihren Move benutzt. Ich und Falcon haben ihn gehasst. Bringt ja alles nicht. Ich krieg diese Massen an den Gegnern nicht platt. So. Hochgeheilt. Was macht hier eigentlich so böse Geräusche? Kommst du? Karl und Kater. Für immer in Love. Okay. Sehr gut. Läuft. Tim, 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 Tim. Oh, ein Generator. Und ein dicker Fleischberg. Und KP. Die Fleischabscheulichkeit vernichten. Hilft mir der Kater da auch? Oder die Kater? Ja, Kater macht auch was. Nur, sie können das Ding nicht holen. Warum nicht? Aber sie ist eine Schuhe. Ist ja langweilig. Drohne! Vielleicht macht nur noch mehr Schaden als wir beide. Oh, 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 sie macht ihren Move ja trotzdem. Scheiße, ich komme von hier nicht weg. Das meinte ich mit Stun und dann macht sie es. Nein, ich komme aus dem Radio nicht raus. Einfach weil kein Platz da ist. Die Treppe hoch. Kannst du den Move überhaupt überleben? Hab ich gerade überlebt, aber ich bin auch ganz knapp rausgekommen. Oh, warte mal kurz. Du bist dazu in der Lage, den zu überleben. Ich bin ganz knapp rausgekommen. So, okay. Aber meinte, ich sterbe jetzt gleich, weil scheiß Kater es nicht hinkriegt, diese Massen an Viechern kaputt zu machen. Ja. Was soll ich. Da sind 20 Viecher oder so. Die machen mich platt. Umzingeln mich und dann mich tot. Da geht nix. Geht da nix. So, Kater, jetzt mach mal hier was Vernünftiges. Mach die Viecher platt und ich mach den dicke Blatt platt. Verstanden? Raus aus dem...
sehr schön. So läuft das doch gut. Kater kloppt sich mit dem Kleinen, ich mich mit dem Großen. So muss das doch sein. Aua. Ah, ah, nicht gleich so. Teamspiel ist nicht so deins, Kater, ne? Wir gehen besser zurück. Das ist jetzt unser Geheimnis. Abgemacht? So. Gibt's hier noch irgendwas Tolles in diesem komischen Raum hier? Wissen oder so? Nein. Wüsste ich nicht. Hm. Also ich muss jetzt den ganzen Weg zurücklaufen. Tut mir leid, aber ja. Lame. Zack. Huch, ja, die Savage Coast. Wie habe ich sie vermisst? Not. So. Wo bist du jetzt? Ach, du stehst schon wieder da hinten. Hallo. Hallo. Okay. Bis zum nächsten Mal. Euer Koali. Tschüss.